Die Faszination am Automobil ist ungebrochen. Wir verkaufen immer Autos aus den Jahrgängen am besten, die unsere Hauptzielgruppen zu ihrer eigenen Kindheit nicht selber gefahren haben, aber mitgefahren sind. Das ist das, wo sich die Menschen einfach gerne immer wieder dran erinnern und sich dann diese Erinnerung auf den Schreibtisch oder ins Regal stellen. Heute sind wir nicht nur Online-Versender für Modellautos, sondern wir sind Importeur, wir sind Großhändler und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung und Produktion von Modellautos. Wir setzen uns dann zusammen, schauen, wo wir aktuelle Trends sehen, wo wir Lücken sehen, Dinge, die noch niemand gemacht hat, und entscheiden, was wir in den nächsten Monaten produzieren. Wenn Sie sowas hier umsetzen wollen, es geht nicht alleine von Fotos, dann wird unser Team losgeschickt, dass die also auch 3D-Scans von den Originalfahrzeugen machen. Diese Daten werden konstruktiv nachbearbeitet, denn wir brauchen auch natürlich das Interieur und es muss konstruiert werden, in welche Einzelteile es zerlegt wird, etc. etc. Und dann wird das nach China gegeben und in der Regel so nach, wenn es gut läuft, 8 Monaten, wenn es lange dauert, kann es auch mal 15 dauern, haben wir dann die Modelle bei uns auf der Rampe stehen. Der Sammler ist im Bereich Modellautos sehr unterschiedlich in seinen Vorstellungen. Und wir machen dort bewusst auch keine Wertung. Ich will jetzt nicht gleich sagen, dass die Entwicklung eines Modellautos Kunst ist, aber es gehört schon Fingerspitzengefühl dazu, um ein schöneres Modell zu haben. Letztlich, das ist das, was sich die Leute gerne ins Regal stellen möchten.